Fantastic, Mill und ich. Pack aus. Warum sollen Leute das lesen? Mir hat besonders gut halt am Buch gefallen, dass man tiefer eintauchen konnte, wo jetzt überall Plastik drin ist. Wie Plastik unseren Alltag verändert und auch unsere ganze Umwelt, die ganze Welt verändert. Man schaut ein Bild an und lernt was dabei. Ich habe nicht gedacht, dass es so viel gibt, und zwar, dass irgendwie alles Plastik, was je produziert wird, viel mehr wiegt als alle Menschen und Tiere zusammen auf der Welt. Die Gifte an Plastik, die bleiben auch, wenn das Plastik in kleinere Teile zerfällt. Und letztendlich betrifft es uns Menschen auch, da wir Fische essen. Und die fressen ja unser Plastik. Letztendlich ist es quasi wie ein Kreislauf. Und dann landet das Plastik bei uns auf dem Teller. Igitt. Das alles ist ein Ökosystem und alles beruht aufeinander. Und wenn die Menschen sich ein bisschen wie Arschlöcher aufführen, dann funktioniert das nicht. Wenn wir nichts gegen Plastik unternehmen, dann können wir halt nicht mehr weiterleben. Die großen Konzerne sollten vielleicht auch Verantwortung dafür übernehmen, dass sie so viel Plastik herstellen. Und deshalb finde ich es eigentlich absolut nicht akzeptabel, dass Tiere so viel durch unseren Müll leiden und sterben. Klärt euch auf, bildet euch weiter, damit ihr was tun könnt und was verändern könnt.